Warner Bros. Games. Monolith. Mittelerde. Mordors Schatten. Und damit herzlich willkommen hier zu Mittelerde, Mordors Schatten. Das Game ist blind, ich habe keine Ahnung, um was es in dem Game geht. Das ist Herr der Ringe, Mittelerde. Dachte ich mir, ich zock's auf jeden Fall mal. Ich werde das Ganze aufnehmen und ich melde mich kurz, wie gesagt, aus dem Intro. Und ich würde sagen, wir drücken X zum Vorfahren und let's go. Wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir, Hael, der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast, hä? Komm dann. Okay. Du musst schon härter zuschlagen, um deinen Vater zu bezwingen. Und damit nochmal herzlich willkommen hier zu Mittelerde, Mordors Schatten. Und wir sind hier noch im Tutorial. Wir lernen hier natürlich gerade mal die Steuerung. Angreifen. Dann machen wir das Ganze mal. Oh, wir geben ihm richtig. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Halte R2 gedrückt und tippe im Boden in Richtung aufzuhören. Okay, dann machen wir das mal. Ciao, Ork! Um zu springen, während du schon. Und der Uruks in der Nähe. Also. Um niederschlagen Feinde zu töten, okay. Dreieck, oh shit, man. Dann kann ich hier angreifen. So, okay. Dann komm, dann gibst du hier erstmal auf die Kauleiste. R2 und 4, zack. Stirb! Mann, wie konnte ich denn hier nochmal sprinten? Kann ich nicht, oder was? Ja, dann probier's mal, mein Kleiner. Hier! Nimm das! Oh, shit. Gegen die Uruks also, okay. Greifen und werfen, okay. Nein, führst du das? Hier, nimm mein Schwert! Okay, let's go. Alles klar, weil man da, den können wir noch finishen, scheiße. Ist halt jetzt zu spät.
Wir haben es geschafft. Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlicher und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Okay, jetzt sind wir also wieder bei den unter den Lebendigen. Warte mal kurz, ich muss ganz kurz in die Stange, wo ich hier sprinten kann. Controllerbelegung. Die Geisterwelt betreten. Karte. Konterangriff. Kann man hier nicht sprinten? Schleichen. Rollen. Okay. X ist Rennen, okay. Hat er erst um zu schleichen. Um deine Frau. Na komm. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich habe da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Okay. Sie sind in der Überzahl. Um zu schleichen, wenn du schlecht kriegst, um zu töten. Okay. Dann machen wir den hier weg. Gute Nacht. Kleiner Ork. Okay, einer geht nach links, einer nach rechts. Holen wir uns erstmal den links, würde ich sagen. Schlaf gut. Nee, stimmt, das sind ja Uruks, keine Orks. Wo ist der andere hin? Da war doch noch ein dritter. Wo ist der hin? Der ist auf einmal weg, der Lümmel. Ach, da. Hallo. Gute Nacht. Was? Oh, shit. Alter, oh shit, die Hand. Wow. Eorek! Eorek! Wir werden zusammen
habe sein Geliebter. Bald. Für immer. Oh, was? Shit. Komm zurück zu mir, Elbenherr. Meint er damit Sauron? Ach du Scheiße. Was ist das für ein Ort? Sieh dich ruhig um. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Wie Fuß treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit? Ein Fluch verbindet uns im Innern der Menelandos. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Mittelerde, Mordors Schatten. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Mittelerde, Mordors Schatten. Wir spielen irgendeinen Waldläufer. Ich glaube, das war doch aber Aragorn, der Waldläufer. Ist es Aragorn sein Sohn, kann das sein? Das kommt mir bekannt vor. Drücke Dreieck, um gegnerische Angriffe zu kontern. Okay, aber Sauron ist ja da noch am Leben. Also spielt es nicht nach Aragorn. R1 erneuern, dann machen wir das mal. Schnellreise freigeschaltet. Das Erneuern von Schmiedentürmen schaltet die Erneuerung des Geistes frei. Dies schaltet neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte frei. Du erhältst zusätzlich auch Mirian. Okay. Keine Ahnung, vielleicht brauchen wir das, um unsere Waffen zu... Halte X und Mink nach vorne, um von der Forschung herabzunehmen. Dann machen wir das nochmal. Let's go! Oh yeah. Wir haben es einen am Nachhorst übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Na dann komm mal her, du hässlicher Ork. Oh yeah. Wir haben einen Bogen, okay. Eliminiere die Uruks, halte den Sänger um in den Fänger vor. Okay, geil. Wir haben eine geile Fähigkeit mit dem Geist. Okay, dann nehmen wir mein Schwert jetzt hier in die Hand. Niemand sieht mich hier tot. Ihr werdet alle sterben. Komm schon. Komm dann. So sieht's aus, Bruder. Geist, was? Geistbetäubung aus. Ich will wieder hoch, hallo. Komm schon. Oha, Klingelhagel. Boah, wie geil ist das denn? Oha, wie geil ist das denn? Was bist du? Au! Oh shit, was haben wir für geile Fähigkeiten? Okay. Behörden von R1 gedrückt. Verhören? Informationen sammeln. Er ist ein Dämon.
Herr Wasser. Ich hatte einen Sklaven. Der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft. Für ein Fass voll Grog. An Gimub, den Sklaventreiber. Verkauft, alles klar. Das sind Hauptmänner von Saurons Armee. Sie erscheint dir als Schemen, da du ihre Identität noch nicht kennst. Wenn du Feinde verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über diese Hauptmänner. Drücke X, um die Identität dieses Hauptmanns zu erlernen. Du hast Gimbus Identität erfahren. Dies wird dir dabei helfen, ihn zu finden. Sein Titel, der Sklaventreiber, verrät dir etwas über seine Position in der Gesellschaft der Uruks. Zudem hast du seinen Machtrang erhalten. Dieser verleiht dir einen Eindruck darüber, wie schwierig es sein wird, ihn zu besiegen. Der Machtrang bestimmt ebenfalls die Belohnung, die du für den Sieg erhältst. Belohnung erhalten Runen, um deine Waffen aufzuwerten und erhöhen deine eigene P-Macht, was auch immer P-Macht ist, wodurch du neue Fertigkeitsstufen freischalten kannst. Okay. Der Zielmarker auf der Karte zeigt dir an, wo du diese Hauptmänner finden kannst. Alles klar. Ja, um Ziel zu markieren. Okay. Cool. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Okay. Einführung, Aufträge. Goldene Symbole setzen die Haupthandlung fort. Rote Symbole zeigen Machtkämpfe an, bei denen Uruks einander bekämpfen und ihr Ansehen zu steigern. Belohnung, P-Macht, um neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Weiße Symbole repräsentieren Nebenmissionen und Sammelstücke. Belohnung, Mirian, um Verbesserungen zu kaufen. Dir stehen zwei Hauptaufträge zur Verfügung. Der Sklaventreiber rettet die Menschheit in Mordor und findet die schwarzen Hauptmänner. Der Geist von Mordor. Erfahre mehr über die Gesellschaft von der Uruk, um Saurons Armee aus dem Inneren heraus zu zerstören. Okay. Die Welt hat sich verändert. Trophäe erhalten, Gehorche. Okay, was ist das? Zeit verstreichen lassen. Hier, ein bisschen hier. Gehen wir mal kurz gucken. Das ist alles an Karte. Mehr gibt's hier nicht, okay. Kann ich hier speichern? Kann man hier irgendwie speichern? Ich weiß es nicht. Verbesserungen. Sammle XP, um einen Fertigkeitspunkt zu erhalten und mächtige neue Fertigkeiten freizuschalten. Löse Machtkämpfe aus, um schnell an P-Macht zu gewinnen und neue Fertigkeiten freizuschalten. Okay, wir haben, glaube ich, nur 160 P-Macht. Haben wir hier irgendwas? Gelb, was ist das? Gift, drücke 1 und Gift. Okay. Was ist das? Schattenangriff. Setze 2 Elbengeschosse ein und dich zu. Würde ich das hier machen, oder? Nee, kann ich immer noch nichts machen. Waffen und Runen. Schwertlegenden. Runen verfügbar. Was ist das? Standhaft bis zum Ende. Erhalte eine zusätzliche letzte Chance und ziehe erneut in den Kampf gegen die Uruks. Okay, cool, nehme ich mal. Das ist eine Saurons Armee. Alter, wie viel sind es denn? Es sind ja einige. Mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Okay, warte mal, was ist denn das hier, wo ich jetzt hier bin? Hier kann ich irgendwas. Hier sind noch irgendwelche Gegner, ne? Moin, Jungs. Was schleichen, Hinterhalt. Brauche ich nicht. Doch, kann ich. Erstmal hier schön blocken. Nochmal blocken, komm schon. Erstmal mache ich den hier blocken. Wenn ich eigentlich in die Geistform gehe, können die mich dann immer noch treffen. Du stirbst jetzt erstmal. Ciao. Dann den hier.
Einführung, Achtsamkeit. Das Symbol über dem Kopf eines Uruks zeigt seine Achtsamkeit an. Gelb bedeutet, dass ein Uruk etwas Auffälliges untersucht. Rot bedeutet, dass ein Uruk dich entdeckt hat. Halte R2, um zu schleichen. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich, Bruder. Komm schon, stirb. Fähigkeitenpunkt erhalten. Oh, da ist ja noch. Da kommen ja noch welche. Hi, Jungs. Ich nehme hier ganz Mordor auseinander. Wir sind auf dem Rachefeldzug. Die haben unsere Frauen und Kinder. Wir haben unseren Frauensohn getötet. Was ist los mit euch? Ciao. Okay. Nice. Kann ich hier irgendwie springen? Kann man hier nicht springen? Nee. Gut, dann würde ich aber jetzt hier auch mal Schluss machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit Ö.